Hallo und herzlich willkommen, ich bin Samuel Jackson von Android TV und ich sitze hier bei Motorola. Wir haben gerade den netten Presseevent gehabt. Neben mir sitzt der Herr Christoph Janeber, Product Director für Europa. Ist das richtig? Das ist richtig. Ist richtig. Sie haben uns gerade sehr schöne drei Geräte vorgestellt, drei neue Geräte von Motorola vorgestellt. Was ist es denn genau? Ich will ja nicht zu viel verraten, möchte ich gerne Ihnen überlassen. Was haben wir denn da heute gesehen? Das erste, was wir gesehen haben, ist das neue Motorola X. Mhm. Ja, das Nachfolgeprodukt von dem wohlbekannten Moto X. Mhm. Jetzt allerdings mit noch besserer Ausstattung, mit einem 5,2 Zoll Display, Full HD, in einem sehr, sehr kompakten Formfaktor. Wir haben eine 13-Megapixel-Kamera und eine 2-Megapixel-Frontkamera eingebaut. Was aber noch viel wichtiger ist, sind die Premium-Materialien, die wir hier verwendet haben. Wir haben Aluminium als Rahmen und bieten Konsumenten die Auswahl, mehrere Materialien auf der Rückseite zu haben. Zum Beispiel hier habe ich ein sehr schönes weißes mit Bambus auf der Rückseite, also mit verschiedenen Holzvarianten. Wir haben auch Ledervarianten, schwarz mit Leder oder eben eine normale Softtouch-Rückseite. Insofern bietet das Produkt nicht nur tolle Specs, sondern auch ein ganz tolles Design mit speziellen Materialien. Können wir die im Motomaker bestellen? Wozu ich dann Stichwort Motomaker auch gleich noch eine Frage habe. Lässt der die unterschiedlichen Rückseiten? Absolut. So, es gibt drei Varianten, die man einfach im Laden kaufen kann. Ja. Und in Deutschland werden wir das Produkt, das neue Motorola X, auch über Motomaker anbieten. Ja. Die drei Varianten sind denn, Entschuldigung? Die drei Varianten in Europa sind das Weiße Bambus mit Bambus, ja. Das Schwarz-Schwarz und in einigen Ländern auch das Schwarze mit schwarzem Leder. Ah ja, okay. In Motomaker kann man aus 1000 verschiedenen Optionen wählen. Man kann die Rückseite aus verschiedenen Holzern wählen, man kann die einzelnen Komponenten verschiedenfarbig wählen, die Vorderseite wählen und man kann auch eine 32 GB Variante bestellen. Das heißt auch die Spezifikation vom Gerät. Das heißt also standardmäßig hat 16 GB. Genau, die Standardvariante wird mit 16 GB ausgeliefert. MicroSD-Kartenslot? Hat es nicht, es kommt nur mit 16 GB oder über Motomaker die 32 GB. Braucht. Genau. Und zusätzlichen Online-Speicher? Den muss man Google sich einfach. Drive. Keine Anbindung ist aber da. Ja, Anbindung. Man kann natürlich Google Drive benutzen, genauso wie alle anderen Cloud-Services natürlich auch. Jetzt habe ich ja schon vorgewarnt, dass ich eine Frage zum Motomaker habe. Aktuell ist es ja so, dass er nun in Deutschland über, wenn ich das richtig gesehen habe, über Phonehouse nur verfügbar ist. Ne? Also man muss sich über Phonehouse registrieren, sich einen Code geben lassen und erst dann kann man tatsächlich den Motomaker nutzen. Ist denn das nach wie vor auch bei dem Gerät so geplant? The Phonehouse ist unser Partner, mit dem wir jetzt Motomaker in Deutschland gelauncht haben. Ja. Wir rollen das gerade auch mit anderen Partnern weiter aus. Mhm. Das heißt, wir werden eine größere Anzahl an Partnern und Online-Seiten auch sehen, über die man dann Motomaker-Varianten auch bestellen kann. Mhm. Und wir gucken gerade, dass wir eben auch nach England und nach Frankreich halt Motomaker ausrollen. Insofern wird es da mehr und mehr Möglichkeiten geben nach vorne hin. Gut. Wir wollen es halt richtig machen und wir wollen auch unseren Kunden eine gute Qualität liefern. Und das besteht eben nicht nur in der Auslieferung von Geräten, sondern auch in Return-Prozessen, dass das alles wirklich solide läuft und wir da eine gute Qualität. Also der Ablauf soll weiterhin noch so in Verbindung bleiben mit dem Online-Händler zusammen. Genau, also man muss auf jeden Fall einen Code kaufen und mit dem Code kann man sich dann eben auf Motomaker das alles konfigurieren. Mhm. Gibt es schon Erfahrungswerte in Deutschland, wie lange das ungefähr dauert, bis man denn das Gerät nach seinen eigenen Konfigurationen bekommt? Wir rechnen so mit um die 7 Tage. Ja. Wenn man eine besondere Kombination wählt auf Motomaker, zeigt das Portal, während man das Gerät aussucht, eben auch eine potenziell längere Lieferzeit an. Das heißt, der Kunde ist immer praktisch auf dem Laufenden, wie lange die Auslieferung dauert. Ja gut, aber 7 Tage ist ja schon mal eine Hausnummer. Was mir natürlich hier ganz spontan auffällt, und da kommt der Stefan bestimmt mal kurz ran mit der Kamera. Wir haben hier unten zwei interessante Punkte, Kreise, Kameras werden es ja nicht sein. Genau. LEDs, ich weiß es nicht. Werden Sie es uns verraten? Ich möchte das Geheimnis lüften. Ja. Wir bieten auf dem Gerät auch eben einen Gesture-Controller. Das heißt, man kann das Gerät mit der Hand steuern. Zum Beispiel, wenn morgens der Wecker klingelt, kann man einfach vom Bett aus über seinen Nachttisch wischen mit der Hand und dementsprechend den Klingelton ausstellen. Oder man kann zum Beispiel, wenn das Gerät in einem Meeting auf einem Tisch vor einem liegt, die Benachrichtigungen, die dann immer im Display angezeigt werden, wenn man mit der Hand dann an das Gerät rangeht, werden die letzten Benachrichtigungen angezeigt. Das heißt, man kann, ohne dass man das Gerät anfasst, einfach auf die notwendigen Informationen zugreifen. Mhm.
Gut, aber Sprachsteuerung, so wie das alte Gerät mit Google Now und Okay Google, das ist auch weiterhin noch vorhanden, nehme ich an? Wir haben das noch wesentlich weiterentwickelt. Ja. Man kann das Gerät auch einfach mit der Sprache bedienen. Man muss, man kann in dem Fall sogar als eine sehr persönliche Ansage machen. Man kann dem Gerät einen persönlichen Namen geben und einfach das Gerät damit aktivieren. Außerdem kann man jetzt auch einfach weitere Applikationen mit der Sprache steuern. Unter anderem YouTube, Facebook, WhatsApp, komplett mit der Sprache bedienen. Okay. Wenn man also im Auto sitzt und man kriegt eine WhatsApp-Message rein, dann kann man da einfach drüber antworten, kann man einfach mit seinem neuen Moto X einfach reden und eine schnelle Antwort tippen. Ich höre schon aus dem Publikum die Frage, wann und Preis? Es wird Anfang Oktober in Deutschland verfügbar sein. Ja. Und der empfohlene Verkaufspreis sind 499 Euro okay. für die 16 GB Variante und 529 Euro, wenn man auf dem Motomaker sein Gerät komplett selber konfigurieren will. Hm. 579 Euro für die 32 GB Variante auf Motomaker. Ja, nun sehe ich schon an Ihrem linken Armband eine Uhr, die ja schon für viel Furore gesorgt hat, spätestens seit der Google I.O., wo der nette Herr vorne eine um hatte, aber sie nicht verkaufen wollte, sondern stattdessen zwei andere Produkte präsentierte und ein, ein bedauerndes Raunen durch die Mengen ging. Ich vermute mal, ich weiß es eigentlich auch schon, aber ich will es Ihnen überlassen, die wird es jetzt wahrscheinlich auch demnächst geben und das ist jetzt auch der Augenblick, wo sie offiziell bekannt gegeben wird. Absolut, ja. Das ist die neue Moto 360, ja. Die erste Uhr. Und wir wollen auch mit Moto 360 die Kunden ansprechen. Machen wir mal nochmal eine Nahaufnahme, wenn wir sie jetzt endlich mal da haben. Die Kunden ansprechen, die wirklich auf der Suche nach einer Uhr sind. Deswegen haben wir die Moto 360 als runde Uhr designt, haben sehr viel Wert auf Premium-Materialien gelegt. Es ist ein Metallgehäuse, ein Display von Rand zu Rand. Das Display, die Zeit wird angezeigt, wenn man den Arm einfach dreht und wenn man die Uhr sehen will, so wie man das von einer normalen Uhr erwarten würde. Ja. Wenn man die Hand auf dem Tisch liegen hat, kann man einfach auf das Display drücken und dann wird auch eben die Uhr angezeigt oder auf den seitlichen Knopf. Ja. Wir haben auch einige Dinge eingebaut, die einfach super wichtig sind, um eine normale Uhr dem Kunden zu geben, nämlich die Uhr ist IP67 zertifiziert. Das heißt, man kann sie auch bei mal schlechterem Wetter tragen und wir haben eine... Unter der Dusche vor allen Dingen. Also wenn Sie ein Lederarmband unter der Dusche tragen wollen. Ach so, das hat sogar ein Lederarmband noch dran. Genau, also wir haben hier ein Metallgehäuse, Lederarmband. Wir haben zwei verschiedene Varianten. Das ist das metallische Gehäuse mit dem grauen Lederarmband. Mhm. Und dann haben wir hier auch noch schwarzes, dunkles Metall mit einem schwarzen Lederarmband. Okay. Und es ist IP67 zertifiziert. Wir haben außerdem Pulsmesser eingebaut, ja. Der auf der Rückseite der Uhr den Puls messen kann und natürlich auch einen Schrittzähler, ja. Um die gängigen Fitness- und Gesundheitsapplikationen auch zu unterstützen. Wir selber haben eine tolle Applikation eingebaut, um den Konsumenten die Möglichkeit zu geben, jeden Tag eine halbe Stunde den Puls zu messen und dann auch ein Wochenprofil zu erstellen, um einfach den Leuten mit ihrer Gesundheit auch weiterzuhelfen. Nichtsdestotrotz, das primäre Ziel von Moto 360 ist, eine tolle, tolle Uhr zu sein, die toll aussieht, die mit tollen Materialien daherkommt und wirklich die Konsumenten überzeugen, ihre jetzige Nicht-Smartwatch abzulegen und in die Smartwatch-Kategorie einzusteigen. Es gibt ja einen, wenn ich ihn nennen darf, einen großen Kritikpunkt bei fast allen Smartwatches, die so in der Vergangenheit gelauncht wurden. Das ist die Akkulaufzeit. Ich weiß nicht, ob es einfach noch nicht möglich ist, rein technisch gesehen. Wie ist die Akkulaufzeit von dem Gerät? Wir garantieren einen vollen Tag Akkulaufzeit. Ja. Und wir haben eine sehr einfache Lademöglichkeit. Wir haben eine kleine Station, die man auf seinen Nachttisch stellen kann und die dran wireless, wo man die Uhr draufsetzt und sie einfach in einen kleinen Radioweckermodus geht, der das Licht so ein bisschen dimmt. Okay. Und innerhalb von 2 Stunden ist sie dann wieder voll aufgeladen. Okay. Wir haben außerdem eine Funktion, nennt sich Ambient Light Sensor. Das heißt, die Uhr misst die Umgebungslichtstärke und temperiert dementsprechend die Helligkeit vom Display, was zusätzlich Batterielaufzeit bringt. Diese Ladestation ist die mit der Qi-Technik? Also würde auch ein anderes Qi-Ladestation funktionieren oder nur die mitgeliefert wird?
wir haben eine proprietäre drahtlose Technik dort eingebaut, einfach um gewisse Funktionen auch zur Verfügung zu stellen. Okay. Insofern können wir nur mit unserer Station garantieren, dass es funktioniert. Heißt nicht, dass es gar nicht mit anderen geht. Ah, okay, weil mir kommt dann natürlich so der Gedanke, was ich eigentlich auch an den anderen Smartwatches nicht so schick fand, dass man immer dieses Gehäuse, gut, das ist jetzt hier erstmal darauf hin, dass es kontaktlos ist, muss man da nicht ein Gehäuse ranklippen, aber die Flexibilität geht natürlich verloren. Ne? Also wenn ich mal irgendwie, ich habe gerade eine nette Dame in Berlin kennengelernt, vielleicht nicht auf der Baustelle, die wir hier hinter uns haben, aber und übernachte bei der, also es soll ja vorkommen, dann kann ich meine Uhr praktisch an der Nacht nicht laden. Es sei dann denn, brauchen sie auch keine Uhrzeit mehr. Ja, aber vielleicht brauche ich das Navigationssystem, damit ich weiß, wie ich wieder nach Hause komme oder irgendwas in der Richtung. Aber also, Sie können dazu noch keine Aussage treffen, ob eine andere Keyladestation das Ding auch laden kann demnach. Nein, wir auf jeden Fall garantieren, dass es mit unserer auf jeden Fall funktioniert. Wir können halt nicht alle Ladestationen auch so testen. Mit unserer funktioniert es. Wir planen gerade, inwieweit wir halt die Ladestationen dem auch als Zubehör weiterhin verkaufen, sodass man im Zweifelsfall eben auch noch eine in Reserve hat. Wie gesagt, wichtig ist halt auch, dass man das sehr einfach zu benutzen ist. Wir haben drinnen einige Modelle aufgestellt, können Sie sicherlich auch noch zeigen. Ja. Das sieht einfach auch schick aus. Und über das stimmt, also auf dem Nachttisch ist es eine tolle Sache, auch weil die in den entsprechenden Modus geht. Auch hier höre ich schon seit mehreren Monaten Preis und wann dürfen wir die Uhr endlich kaufen? 249 Euro. Ja. Und in der Woche vom 6. Oktober, also in der zweiten Oktoberwoche, wird die Uhr in Deutschland verfügbar sein. Also ihr habt gehört, noch vor Weihnachten könnt ihr euch das Ding zulegen. Und ich habe ja eingangs von drei Geräten gesprochen, das heißt, uns fehlt noch eins. Das wäre ein drittes Gerät, was wir heute ankündigen. Und zwar ist das nach dem großen Erfolg von Moto G das neue Moto G mit weiter verbesserten Funktionen. Ganz kurz, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Dafür bin ich bekannt, dass ich Leute unterbreche. Ist mir vorhin schon bei dem Moto X, wie ist denn der Name im Handel? Einfach das neue Moto X und das neue Moto G? Wir bleiben bei Moto X und Moto G. Okay. Wir werden die Namen weiterführen. Ja. Natürlich gibt es gerade im Handel auf den Verpackungen natürlich auch den Hinweis auf die zweite Generation. Okay. Das heißt, im Handel kann man es dann im Detail unterscheiden. Für uns ist es wichtig, dass wir auch wirklich die gleiche Erfolgsgeschichte weiterführen und der Kunde einfach das letzte beste Moto G, das letzte beste Moto aber X das, bekommt. Aber den Vorgänger wird es noch zu kaufen geben oder ist das praktisch so eine Art Modellpflege, dass man dann sagt, die alten gibt es nicht mehr? Nein, wir haben ja immer noch das Moto G mit LTE im Markt und das ist natürlich auch immer noch ein tolles Produkt. Kommt mit LTE und insofern hat es immer noch eine hohe Relevanz. Okay, also es wird in irgendeiner Art und Weise noch zusätzlich gekennzeichnet, dass es neu gehört. Gut, jetzt weiter. Ja. Was haben wir da? Wir haben ein ziemlich großes Display, sehe ich. Absolut, richtig erkannt. 5 Zoll Display, HD-Display, 8 Megapixel Kamera, okay. Frontkamera, wir haben einen SD-Karten-Slot dort eingebaut. Aha. Und wir haben natürlich, wie bewährt, bei dem vorhergängigen Moto G einen Quad-Core-Prozessor, super, super Performance, Stereo-Lautsprecher für tollen Videogenuss. Das ist natürlich schon mal ein Highlight, ne? Und wir werden also das als Dual-SIM-Variante einführen. Okay. Dual-Standby. Dual-SIM heißt in dem Falle wahlweise Dual-SIM oder und Micro-SD-Karten oder sogar alle drei Möglichkeiten? Alle drei. Es gibt drei Slots. Es gibt einen SD-Karten-Slot, bis zu 32 GB SD-Karten und zwei Slots für Micro-SIM-Karten. Okay. Ich bleib nochmal bei der Musik, bei den Lautsprechern hängen. Wir haben die schon mal gehört, dass wenn wir das Gerät in die Redaktion kriegen, werden wir das sicherlich auch nochmal einen Soundtest machen. Die sind schon richtig laut, die Lautsprecher. Er wird es gleich nochmal vorführen. Erstaunlich. Es gibt ja da einen Mitbewerber, der auch mit Stereo-Lautsprechern groß geworden ist und auch Erfolge gezeichnet hat. Das freut mich natürlich besonders, weil es nach wie vor wirklich so gut wie kein Hersteller realisiert. Ne? Also gibt es da eine Wattzahl zufälligerweise, wie viel die bringen? Müsste ich für Sie rausfinden, okay. Tue ich aber gerne. Würden wir dann nachreichen in das Video. Auch hier Shells sind wieder wechselbar? Absolut, genau. Wir werden auch weiterhin den Kunden halt die Auswahlmöglichkeit geben beim Moto X über Moto Maker, beim neuen Moto G eben über wechselbare Shells. Es gibt 8 Farben zusätzlich und auch sogenannte Flip-Shells, also wirklich wieder zum Abdecken. Das heißt, man kann dem Gerät auch immer noch ein komplett anderes Aussehen geben. Auch später, wenn man das Gerät schon ein paar Monate hatte, kann man sich halt zusätzliche Farben kaufen und das Gerät komplett anders gestalten. Okay. Und auch hier die Frage, Preis?
Wir werden es nächste Woche schon okay. für 199 Euro in Deutschland einführen. Die 8 GB Version? Das ist 8 GB fest eingebaut mit dem SD-Karten-Slot. Aber eine 16 GB Variante wird es auch geben? Nein, wir planen 8 GB, aber eben, wir haben den SD-Karten-Slot. Dann verwechsel ich das jetzt, okay. Und dementsprechend haben wir dann die Wahl, mit der Wahl, genau, SD-Karte. Einfach jetzt erweitern. Ja, also das könnt ihr euch schon nächste Woche hören, habt ihr gehört. 8 GB, 199 Euro, recht günstiges Smartphone, denke ich. Mit Stereo-Sound hat man nicht sehr häufig. Und wir garantieren Upgrade auf das nächste Android-Release. Insofern auch da großer Unterschied. Wir garantieren bei allen unseren Geräten ein Upgrade auf das nächste Android-Release. Insofern können als Kunden drauf zählen. Als Google-Tochterunternehmen. Als Motorola. Ist ein großes Thema. Und es ist eine sehr erfolgreiche Strategie gewesen. Wir haben sehr, sehr gutes Feedback auch von Kunden bekommen. Und das ist sicherlich, es gibt keinen Grund, diese Strategie zu ändern. Android L bekommen beide Geräte garantiert? Ich kann nichts über Android L sagen, weil ich das wollte ich jetzt gerade hören, deswegen habe ich auch nicht Google angesprochen. Aber wir werden auf jeden Fall das nächste große Upgrade auf all diesen Geräten ausbringen. Ich dachte, wir kriegen jetzt hier noch eine Insider-Information rausgerutscht, aber war nicht. Gut, in diesem Sinne, also wir wissen noch immer nicht, wie Android L, Lemon oder was auch immer heißen wird. Ihr habt gesehen, die Moto 360, jetzt ist sie also wirklich offiziell. Wir haben ein Moto X, was es ab Oktober zu kaufen gibt. Und das Moto G gibt es bereits schon nächste Woche für 199 Euro. In diesem Sinne hoffen wir, hat euch das wieder gefallen. Schreibt eure Kommentare runter und das war's erstmal. Wir sehen uns auf der Messe bei einem nächsten Interview oder Hands-on-Video. Bis dahin, euer Matt Jackson. Schönen Dank fürs Interview. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, uns zu abonnieren und es vielleicht auch über Twitter, Google Plus oder Facebook zu teilen, damit andere auch etwas davon haben. Zum Degger, Degger, Zum.